Olaf. Mensch, hallo. Ja. Dass ich dir jetzt heute so nahe komme, endlich. Nicht Kaldall zwischen uns, sondern... Nur wir. Ja, nur wir. Nur kaum wir zwei. Jemand da. Ja. Ja, wir sind ganz unter uns heute. Ja, du hast mich angerufen und hast um ein paar Tipps gebeten, weil du hast so ein bisschen Probleme mit den Frauen, habe ich. Oder ist das... Also nein, du hast zumindest angedeutet, dass ich dir helfen könnte. Ich habe keine Probleme mit Frauen. Die Frauen haben Probleme mit mir. So rum muss man es sehen. So ist es richtig. Ja. Ja. Ja, dann komm, lass uns reden. Wir haben uns in einem Restaurant verabredet, dann machen wir das jetzt auch. Also für mich ja mein Date jetzt heute Abend. Ich habe übrigens auch viele andere angerufen, aber du warst die Einzige, die rangegangen ist. Ja. Ja, muss ich sagen. Ja, gut. Ein guter Mensch, ne? Hat vielleicht auch die meiste Zeit. Was ist los? Du hast irgendwie Beziehungsstress? Hat sich Carola getrennt von dir? Nein, also getrennt hat sie sich nicht. Sie hat einfach gesagt... Ich lieb dich überhaupt. Das ist aus, vorbei und lange her. Das ist schwer, weißt du? Oh je, ja, du Armer. Ja, ja, ich fühl schon, ich kann dich spüren, ich fühl dich. Ja. Doch du kämpfst dich durch die Nacht, hast keine Ahnung, was sie mit dir macht. Du kriegst sie nicht aus deinem Kopf und dabei musst du drauf. Ja, ich versteh's. Ich muss unbedingt, denn wenn wir uns streiten, geht's wirklich zur Sache. Weißt du? Dazu kommt, Carola ist ja viel stärker als ich. Okay. Körperlich. Also sie ist so ein Frau, so Marke Bud Spencer. Also schon, ja. Und also ich bin bei uns der Hübschere, aber ich bin eben nicht so ein Hühne. Weißt du, ich bin ja eher so ein kleiner Hühne, also so ein Hühnchen. Und wenn wir uns streiten, dann wünsche ich mir immer nur, also... Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Und ich habe ja gehört, dass Versöhnungsex, also nach so einem Streit, soll ja ganz toll sein. Ja, ja. Und Carola und ich, wir haben uns jetzt wirklich 7 Jahre nur gestritten. Ja, also theoretisch geht's ab, du. Ja, es ging ja auch ab. Es gab Versöhnungsex, aber halt ohne mich, weißt du? Und das ist ja nicht optimal. Es ist schon schwer. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ach Mensch, du Armer. Ich bin schon geknickt, denn es begann ja wirklich so toll. Ja. Sie hatte Klasse, gar keine Frage. Ich fehle ihr Dekolleté. Und jetzt hat sie einen anderen. Weißt du? Okay, ganz klar. Sie liebt dich nicht. Sie liebt dich einfach nicht. Sie liebt dich nicht. Das ist ja okay. Aber das Schlimme ist, also... Sie liebt den DJ. Oh Gott, nein. Sie liebt den DJ. Und da kann man ihr nicht helfen. Und sie tanzt jede Nacht und träumt sich mit ihm fort. Das ist Jauche. Ja, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, schau dich doch mal an. Du hast doch alles, was sich eine Frau wünscht. Du bist eine Sexbomb, Sexbomb. You're my Sexbomb. And baby, you can turn me on. Ja. Ja, also das ist sachlich wirklich richtig. Das wird viel zu selten festgestellt. Ja. Und ich meine, wozu soll ich dann jetzt so eine Frau wie Carola hinterherrennen, sag ich mal, wenn ich jemand haben könnte wie... Wie heißt du? Helene. Ja. Also, eins steht wirklich fest. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Wow, da fühle ich mich aber schon ein bisschen geschmeichelt jetzt. Zu Recht. Ja, ja. Sag mal, spürst du das auch? Gefühle aus Sachen. Ich merke da was, aber wirklich, lass uns sachlich bleiben. Ich glaube, wir sind zu unterschiedlich. Weißt du, der ganze Erfolg, die ganzen Fans, der ganze Ruhm, der ganze Reichtum. Ich bin mir sicher, irgendwann bekommst du neben mir Minderwertigkeitskomplexe. Weißt du? Und ja, dann muss man auch mal sagen, nein, ich mach Schluss.
Frau Olaf, das trifft mich wirklich hart, weißt du das? Ja. Ich mach für dich das Licht an, wenn's mir zu hell ist. Ich schau mir Bands an, die ich nicht mag. Ich geh mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich weiß das zu schätzen, das ist wirklich sehr ehrenwert, aber sieh's mal so, du lernst einen neuen kennen, jetzt nicht gleich einen Typen wie mich, aber der kommt vielleicht nicht gleich, nicht sofort, aber ich bin mir sicher, hey, irgendwie, irgendwo, irgendwann steht er vor der Tür. Na gut. Ja, okay. Nein, gut. Sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben und weine ich manchmal auch um dich. Das geht vorüber, sicher nicht. Ich mache mir ja vor allem Sorgen um mich. Ja, die kann ich jetzt auch gebrauchen. Salut. Und wir müssen es ja nicht in die Länge ziehen. Weißt du, meine Oma, ja, okay. Also die eine, ich habe ja zwei Omen. Und meine Oma väterlicherseits, weißt du, Oma Manfred, die hat immer gesagt, wenn man sich trennt, dann macht man keine großen Worte, sondern bei uns im Erzgebirge, wir sagen wirklich ganz kurz und knapp: Time to say goodbye. Ja, na gut, da bringst du auch. Olaf Schubert! Na Gott sei Dank haben wir das jetzt auch geklärt. Ich danke dir, mein Lieber. Viel Erfolg dir für alles. Ja, schon.